Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge der Röfer-Reise-Stories mit Flo und Wisch. Wer kennt sie nicht? Die griechischen Inseln Kreta, Mykonos. Aber habt ihr schon einmal von Skyros gehört? Die Röfer-Reise-Expertin Gabi war für uns auf Entdeckungstour auf diesem Inseljuwel und wird uns jetzt gleich aus erster Hand berichten, warum Skyros noch ein echter Geheimtipp ist. Auf Instagram hat uns die Frage erreicht von der Christine, glaube ich, Flo, Christine, wenn mich nicht alles täuscht, ob man auf Skyros viele andere Touristen trifft. Also es ist nicht so, dass jetzt die Insel total einsam ist. Es sind sehr viele Griechen dort. Ich denke mal halt, wo der Grieche Urlaub macht, dort kann es nur schön sein. Ich wollte gerade sagen, das muss eigentlich ein gutes genau. Zeichen sein, oder? Paradiesisch. Dann gibt es einen Charterflug von Österreich, 100 Leute maximal pro Woche. Und ich glaube Franzosen, aber auch nur so eine kleine Maschine, das war's. That's it. Keine Deutschen. Nein, die kann ich. Nein, das geht gar nicht. Ein Deutscher. Mein Mann. Was? Du bist mit einem Deutschen verheiratet? Ja, ich bin mit einem Deutschen verheiratet. Und trotzdem hast du einen guten Schmäh. Ja. Also jetzt wundert mich aber vieles. Aber ganz ehrlich, du bist mit deinem Mann aufs Skyros geflogen. Ja. Ich habe diesen Prospekt gesehen. Ich habe nur das Titelblatt gesehen, aber zu meinem Mann gesagt, da müssen wir hin, das ist genau unseres, weil. Wir sind absolute Griechenland-Fans. Also wenn ich nicht einmal im Jahr nach Griechenland fahre, fange ich zum Zittern an. Das ist, da bin ich, wie sagt man so schön, auf Turkey. Was? Was bist du? Aufgetackelt. Nein, auf Turkey. Das ist doch in der Türkei. Nein. Wie muss mit Truthahn. Das war früher. Also nein, wie ein Spiel auf Entzug. Ah. Ach so. Ich habe etwas anderes gehört über Skyros, nämlich, dass man dort sehr, sehr gut essen kann. Vor allem hervorragenden Hummer, stimmt das? Ja, das stimmt. Der Hummer ist eine Spezialität dort, aber es gibt da sehr viele andere sehr gute Sachen zum Essen. Aber Hummer ist ja nicht schlecht, oder? Hast du auch gegessen? Nein, habe ich nicht gegessen, weil ich habe einmal gesehen, wie so ein Hummer gemacht wird und der hat mir sehr leid getan und das bringe ich nicht zusammen. Okay, das ist. Es wird dich wahrscheinlich weniger stören, Flo. Ha? Hauptsache es zappelt nicht mehr und schmeckt gut. Der schreit im Wasser. Der ist ja gut, wenn man. Der schreit wie am Spieß im Wasser. Sind wir vielleicht über den Schildkröten aus Staffel 1. Wie die Schildkröten, ja. Da sollte man vielleicht nicht weiter drüber reden. Aber eine andere Sache, die ich gehört habe, und das finde ich jetzt wirklich skurril, ist, dass es angeblich Menschen gibt auf Skyros, die an ihren Füßen Autoreifen haben. Ja, das stimmt. Das sind die Bauern und die Hirten. Und zwar, das sind die Autoreifen abgeschnitten und die gehen dann mit dem Profil und drüber haben sie dann so Riemen und ja, dann rutschen es weniger. Selbstgemachte Flipflops. Ja, so auf die Art selbstgemachte Flipflops. Und man muss zweimal im Jahr wechseln, ne? Ja, genau. Und man wippt beim Gehen, ne? Das Winter- und Sommerflipflops. Ja, genau. Ich habe über Skyros ein bisschen was schon gehört, zum Beispiel, dass es dort die Kora gibt. Das ist irgendwie so eines der schönsten Dörfer der Ägäis. Das ist eigentlich die Hauptstadt, Skyros-Stadt. Die Kora nennt sie das deswegen, weil oben ist eine Burg und ein Kloster. Und diese Skyros-Stadt habe ich ein bisschen verglichen wie mit Santorin. Also, das soll ja traumhaft schön sein. Es ist ein Traum. Ist es weiß? Alles weiß, so typisch blaue Fenster, blaue Dächer. Mhm. Also es gibt eben traumhafte Strände, Kiesstrand, Sandstrände, riesengroß und man ist dort ganz alleine, im August. Was bekommt man für 10 Euro auf Skyros? Moussaka. Moussaka? Moussaka. Mit einem Ouzo oder nicht? Oh ja, den Ouzo gibt es dann nachher, ne? So wie es in Griechenland üblich ist. Wann gibt es hier aufs Haus? Ja. Gabi, sag, wo auf Skyros warst du genau untergebracht? In einem ganz, ganz lieben kleinen Hotel. Ich glaube 20 oder 24 Zimmer, typisch weiß mit blauen Dächern und blauen Fensterläden im Ort Magazia. Das ist eigentlich der Ort auf Skyros, würde ich sagen. Haben einen traumhaften Strand, sind aber auch am Fuße von der Kora. Ja? Also das ist ein Touristenort und ich kann aber in die Hauptstadt auch zu Fuß gehen. Ist zwar ein bisschen anstrengend, weil es bergauf geht. Aber ich würde auf alle Fälle wählen, dann würde ich Magazin empfehlen. Und zahlt sich sonst auch aus, ein bisschen in die Insel hineinzufahren, ins Landesinnere, und um sich auch dort Restaurants anzuschauen oder sonst die Unbedingt. Gegend? Unbedingt, da haben wir ein Lokal entdeckt, das ist mittendrin, das nennt sich Muri, glaube ich.
Auch ein ganz ein typischer Grieche, nichts mit Touristen, hauptsächlich Griechen gehen dort essen. Und genau gegenüber sind die berühmten Skyros Ponis. Skyros Ponis, was ist das? Ja. Am Grill auch. Das sind nicht so klein wie richtige Ponys, aber auch nicht so groß wie Pferde. Würden Sie den Floh tragen? Naja, vor einem Essen vielleicht schon. Ja, nur wenn es so gut ist, das Essen. Danach will ich ihn nicht reiten. Wie schaut es eigentlich aus mit dem Nachtleben auf Skyros, Gabi? Das musst du ja besonders wissen, ne? Experte. Naja, ich bin ja mit meinem Mann dort gewesen. Naja, was heißt das? Mit dem Mann kann man nicht fortgehen. Ja, schon, aber mit einem gewissen Alter tut man ja schon der Rückenweh, wenn ich ein bisschen tanzen tue, ist schon alles vorbei. Bitte, das ist ja bei dir noch lange nicht erreicht, das Alter, Gabi. Also Nachtleben, da ist jetzt lieber bei einem Griechen mit einem Uso und unterhalte mich mit den Einheimischen. Keine Schaumpartys. Wie? Keine Schaumpartys, nein. Wie? Welche Reisedauer würdest du für Skyros empfehlen? Minimum eine Woche. Was ist die beste Reisezeit? Ab Ende August, weil da ist der Meltemi-Wind vorher. Mhm. Ich meine, es ist jetzt nicht unangenehm, ich war ja auch früher dort, aber es ist windstiller dann ab Ende August bis Ende September. Gibt es eine Zeit, wo man absolut nicht hinfahren sollte? Im Winter. Um welche Uhrzeit geht man dort Abendessen, damit man sich nicht ganz peinlich als Tourist outet? Ich habe um 6 an Hunger, ich sage ehrlich, wie es ist. Ja, da bist du zu früh dran. Ja, du kannst Mittagessen gehen, oder? Nein, Mittagessen nicht, aber ich würde sagen, frühestens um 20 Uhr. Okay. Die Griechen sind ja sehr, ich sag mal, freizügig. Das heißt, sie sind alle nackt. Reden wir jetzt über FKK. Sie sind alle nackt. Nein, wir reden, dass sie sehr gerne geben. Also sie sind sehr großzügig. Und großzügig, das Wort hat man gesagt, genau. Großzügig. Ja, großzügig. Das war schon wieder ein Freizügig. Freizügig. Ein wir dürfen hier nicht über alles sprechen, Karte, ja. Du weißt. Ja. Aber gibt es genau, FKK-Strände auf Skyros? Nein, das geht gar nicht. In Griechenland. Geht gar nicht in Griechenland. Wenn du einen Tipp hättest an die Urlauber, die dorthin fahren, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben für ihre Reise? Diese Insel ist ideal zum Runterkommen, zum Relaxen und einfach Urlaub unter Griechen und somit unter Freunden zu machen. Vielen lieben Dank, dass du uns so einen Appetit gemacht hast auf diese wunderbare Insel. Efkaristo. Ja, also mit Mykonos, Kreta brauche ich nicht unbedingt. Ja. Für mich heißt ab jetzt griechische Insel Skyros. Ja. Den Trip unbedingt muss ich einmal machen. Ja, Geheimtipp, solange es noch einer ist. Nicht weit erzählen, gell? Nicht weit, also bitte keinem weit sagen, Skyros. Liebe Gabi, vielen Dank. Man trifft dich, wenn man dich persönlich treffen will, im Roefa Reisebüro in Eisenstadt. Ja. Da kann man sich persönliche Tipps holen. Wenn ihr noch weitere Lust habt auf viele weitere tolle Reisestories, dann abonniert doch den Roefa Reise-Channel. Hier gebt uns einen Daumen hoch und schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Alles Liebe. Baba.